Schnell! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Hallo? Dann gehen wahrscheinlich mit meinem Glück. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Case Opening. Das Ganze ist wieder sponsert bei... Euer Partner, wenn es darum geht, CSGO-Skins für echtes Geld zu verkaufen oder eben CSGO-Skins zu kaufen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne über den Link anmelden, der hier unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, oder ihr nutzt mein Codewort, das eben zu sehen war. Ich habe hier schon alles am Start, ich kaufe nur noch geschwind die Keys. Kommt mit! Mittlerweile wisst ihr sicherlich alle, wie Skin Baron funktioniert, ich brauch's also nicht großartig mehr erklären. Wir gehen auf Zubehör und dann auf Schlüssel. Guckt euch diese Preise an, ne? Nur um es mal wieder zu erwähnen. Das sind schon Preise hier, ne? Bald ein Euro weniger wie bei Hans Wurst, ja, Steve Marino. Also, was habe ich gesagt? Ich will 5 Gamma-Schlüssel. Gut. In den Warenkorb. Man siehe hier oben. Des Weiteren möchte ich noch Chroma 2. 5 Stück. Jawollo. Dann können es gerne noch Chroma 3 Schlüsselchen sein, und zwar auch 5. Hier sammelt sich alles schon an, ich kann es aber auch wieder schließen, falls es euch stört. Dann brauchen wir noch ein paar Handschuhschlüssel, hier unten sind sie. Auch wieder 1,68 €. Ja gut, das ist natürlich ein Hardcore-Schnäppchen. Zack, in den Warenkorb. Ja, und dann eben nochmal 5 Shadow. Und ich glaube, dann können wir noch ein bisschen darüber hinausgehen. Wir sind nämlich erst bei 45,68 €, haben 49 € am Start. Dann nehmen wir einfach noch ein paar Handschuhschlüsselchen, oder? Damit es gut aufgeht, habe ich einfach noch einen Hydra-Schlüssel genommen. So sind wir dann bei 48,90 €. So, ich drücke auf Weiter. Dann drücke ich auf Skinbaron-Konto bezahlen. Ihr könnt aber auch mit dem Rest hier bezahlen. So, jetzt kaufen. Ja. Und jetzt warten wir kurz. Hier ist unser Code für alle Fälle. Und da ist der Trade auch schon. Es hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert. Dann war alles hier. So, ich bin gespannt, ich habe schon ewig kein Case-Opening mehr gemacht. Ich mache jetzt mal direkt diese Hydra-Case auf und dann legen wir mal los hier, nicht wahr? Wir haben ja nur einen davon, also da kann ja nur was Krasses rauskommen. Here we go! Komm direkt am Anfang was Gutes, dann fängt das immer gut an. Ja gut! So eine Farmers Macabre hat ja auch schon einigen Leuten zu einem Knife verholfen, wie ich gehört habe. Gut, dann machen wir jetzt mal direkt mit so einem Glove-Kistchen weiter, mit so einem Glove. Let's go! Die Gloves nehme ich gern. Ich dreh mich zur Seite und guck dann wieder. Ach, Gloves. Schön. Ja. Geil. Wie oft haben wir jetzt schon Turfs gezogen? Unzählige Male. Leute, Turf, Giveaway, greift zu. Okay, Chroma 2, komm schon. Du musst mir jetzt wirklich Abhilfe schaffen, bitte. Was hast du denn? Neon Raider. Schön. Gibt's übrigens im Moment auch noch im Livestream, ne? Ich glaube, wenn das Video rechtzeitig kommt, dann gibt es heute Abend noch das Teil. Heute Abend. Kommt ran. Eine Ojin Farmers. Die habe ich noch gar nicht so richtig. Wie geht denn, Ich habe das Item selected, habt ihr das gesehen? Select Item. Jetzt ziehe ich sie, weil ich sie selektiert habe. Achtung. Gott, ist das einfach. Hätte ich das früher gewusst. Gut, ein Elite-Bild ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Elite-Bild ist so ein richtig stabiler Skin. Den nutzen wirklich viele gern. Da kann man schon was machen. Ja, guck mal, die ist sogar über 1 €. Also, hey. Hey. Aber ich wäre nicht der Dummbabbler, wenn ich jetzt nicht so ein total krasses Ding ziehen würde. Also sowas wie eine Desolate Space. Davon kann man, glaube ich, nie genug haben. Select Item, los geht's. Ihr wisst ja, wie es ist, weißt du. So eine Desolate Space zieht sich ja auch nicht gerade von alleine. Da musst du dich schon anstrengen. Vielen Dank für den Reboot. Ah, und der ist auch noch kaputt wie die Sau. Dankeschön. Dankeschön, kann das sein. Game, ne? 34 Cent, naja. Mal so eine leckere Chanticos Fire gezogen. Du musst die nehmen und hier hochziehen. Da kommt sie schon. Ist ja fast ein Chanticos Fire, ne? Steht ja auch Fire drin. Geben, du hast mich falsch verstanden. Die Chanticos. Nicht die Fight. Aber geben, was ist die jetzt wert? Ist die Frage, ne? 26 Cent. Naja, immerhin blau. Purple. Dann kommt jetzt natürlich... Oder Gloves. Hit it! Schnell! It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Hallo? What the fuck? Was mache ich denn jetzt auf? Nichts? Honda Sonar! Ganz andere Sounds. Habe ich gerade den Spiel kaputt gemacht oder was? Shadow Case. So, was haben wir hier nochmal drin? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Gut. Dann nehmen wir natürlich gerne mal noch so ein paar Dagger oder eine Kill Confirmed beziehungsweise eine Golden Coil. Ich mach die Augen zu und schau da mal lieber. Okay, komm schon. Irgendwas Saugutes. Daggers, oder? Siehst du Daggers? Oh, das klang gut, das klang gut. Green Marine. Dann lieber nix, oder? Immerhin FN. Naja. Komm, Chroma 3, das kannst du auf jeden Fall besser. Kümmer dich jetzt mal. Mach mal was Gescheites. Ich gucke jetzt auch voll hin. Oh ja. Endlich. Oh.
Chroma 3, wie gesagt, komm schon, bitte, gib's mir. Danke. Eine kaputte Firefight, vielen Dank. Gaben, du hast halt drauf, weißt? Battlescare, super. Super schön. Gamma Key, wir brauchen dich. So, wir nehmen einfach die hier. Jawohl, eine Mecha Industries. Da früh konnte man die hochziehen. Mecha Industry! Mecha, 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 Mecha! Immerhin eine Platzsport. Da kann man nicht großartig Mecha Industry. Immerhin einen Pink Skinnerino, aber halt in FT. Shadowcase. Rankin wahrscheinlich, mit meinem Glück. Es hätte doch wenigstens eine Rankin werden können! Easy Profit, meine Damen und Herren. Chroma 3 Kiste wird geöffnet und da kommt natürlich jetzt ganz, ganz lecker so ein Daggerline raus. Ich meine so ein Rare Special Item und dann kann ich in den Titel Profit reinschreiben. Ah. Konzentration. Ja, vielen Dank für die Gloves. Dankeschön, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Na, Turf! Ach, ne Turf? Jeder Case-Opening-Mensch hat eine Aufwärmphase und dann kommen Knives, Gloves und so weiter. Wie zum Beispiel jetzt diese Gloves hier, die wir da bekommen. Wunderschön, die mit dem Totenkopf drauf, finde ich sehr, sehr nice. Dankeschön, dass ich die tollen... Meistens ist die Aufwärmphase ja erst kurz nach der Hälfte, also jetzt. Dann schon mal vielen, vielen Dank, Gaben, jetzt für dieses Rare Special Item. Finde ich wirklich hammermäßig, dass ich endlich mal so was Dickes ziehe. Ich habe ja noch nie was Gelbes. Aha. Ich will jetzt nicht so ultra wüscht sein, weil, wie gesagt, so eine Elite-Build, die sind wirklich nicht in FN. Mecha Industry. Harvester. Der hässlichste Skin der Welt. Ich öffne jetzt die Kiste und gehe kurz pinkeln. Und dann komme ich wieder und es ist bestimmt ein total krasses Glöfflein. Achtung. Ach Gott, ist das ein Gloff. Achtung. Bis gleich. Na, was haben wir denn da? Da ist es vielleicht was Leckeres. Ach, guck mal da. Ja, guck mal da. Immerhin eine Stinger. Es geht, oder? Aber es geht noch besser, Gaben. Es geht noch besser. Und zwar mit dieser Chroma 2 Kiste werde ich es schaffen und der größte Pokémon-Meister der Welt werden. Statrek, cool. Manowar, nice. Negev. Aus diesem Loch kann uns eigentlich nur eine Shadowcase rausziehen. Es ist klar. Ganz klar. Daggers. Übrigens, Livestreams sind dreimal die Woche und die stehen in der Videobeschreibung. Mit Link zu Twitch. Nur, dass ihr es wisst. Dreimal in der Woche Livestream. Ja. Okay, let's do this, bro. Ich nehme dann die Shadow Daggers. Ne, weißt du was? Ich nehme die Flux oder die Fisty. Hm. Wir haben noch 8 Schlüssel. Ja. Das ist doch nah. Entweder man kann's oder man kann's, ne? Ja. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Scheißdreck auf einmal gezogen. Also, 3 Sonars. 3 Firefights. 3 Marines. Komm schon, bitte Gamma. Ich nehm dich da hinten, Gamma. Guck mal, ich nehm dich hier. Ja. Ja, Gamma. Du kannst jetzt gerade mal so Mega Industry ausspucken, aber sag ich mein Fräulein. Bum-bum. Fatih wartet auf seine Spuckung. Das klingt merkwürdig. Oh, gut, so eine Vorboss. Ja, das hab ich gesagt. Immerhin eine AWP. Können wir da vielleicht noch so eine kleine Chroma-Kiste? Wir müssen noch ein bisschen ausdünnen. Ich nehme auch wieder eine von hinten. Ich glaube, die werfen gut ab. Die hinteren, die sind gestopft mit Monkey Businesses und so weiter. Die sind super voll mit Zeug. Macht immer schön die hinteren Kisten auf. Das sind die wichtigen. Merkst du was? So eine Armor Core, ja? Kriegst du sonst ja nicht. Shadow Case. Komm schon, zieh mich bitte aus diesem Light heraus. Also wenigstens Shadow Case. Wenigstens eine Fisty. Mindestens. Ja gut, ich beobachte da. Habe ich jetzt aus jeder verkackten Shadow Case einen Green Marine gezogen? Hallo? 4. 4 Green Marines. Danke, Game. Ah! Ich habe noch eine Shadow Case. Da kommt noch eine Green Marine raus. Alter, ich höre sofort auf. Das Video ist vorbei. Immerhin geht das Video weiter. Habt ihr sie gesehen, die Green Marine? Man hat sie eben kurz vorbei huschen sehen. Eine Skumbria. Oder Skumbria, wie die Coolen sagen. Naja. So, 3 Schlüsselchen haben wir noch. Wir fangen von hinten an und machen den Schombel fertig. Wir nehmen jetzt die vorletzte Kiste. Das ist wahrscheinlich der Trick, den ich all die Jahre übersehen habe. Merkt ihr was? Eine kaputte Icecap. Schön. Chroma 3. Was hast du anzubieten? Vorletzte Kiste.
Da ist so viel cooler oder mittelcooler Kram drin. Warum kommt nicht vielleicht, ja gut, die Star Trek Ventilatoren Dual Pimmel fehltestet? Die sehen doch nicht fehltestet aus. Wo? Bin ich für sowas zu blind oder was? Ist das das hier? Ist das das fehltestet? Ist es das? Ist das diesen? Willst du diesen Schwein? So, die letzte Kiste. Wir können hier nochmal ganz lässig reinreißen. Chroma 2, locker flockig. Reiß ich locker vom Hocker. An der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denn wenn ich gleich ein Rare Special Item ziehe, bin ich ziemlich abgehoben auf den Moment. Na, los geht's. Bye, have a beautiful time.